wenn ein Mensch ermordet wird. Er kam einfach nach Hause und blickte seinem Sohn in die Augen, wo er doch gerade dessen Mutter und dessen ungeborenen Bruder ermordet hatte. Was für eine grauenhafte Vorstellung. Dann wird nicht nur sein Leben zerstört. Ich glaube nicht, dass er zur Liebe fähig ist. Wie kann man die eigenen Kinder töten? Das Letzte, was sie gesehen haben, war ihr mordender Vater. Wie kann man nur? Ein Mord spaltet die Gemeinschaft. Ihre Leiche war nackt. Sie hatte Drosselmaler am Hals. Die Polizei muss nicht nur den Fall aufklären. Ich habe mich dann im Haus umgesehen, ob vielleicht irgendetwas gestohlen worden war. Sie muss den Täter aufspüren und seiner gerechten Strafe zuführen. Es gab zwei Leichen. Oh Gott, war das ein Serienmörder? Sehen Sie jetzt. Nach einem Hinweis wird ein Serienmörder endlich zur Strecke gebracht. Ich sagte, ich hatte gerade einen interessanten Anruf von einem Cold Case-Ermittler aus den Niederlanden. Wir sprechen mit den Ermittlern. Er hatte einen wasserdichten Mantel und eine Kappe. Ein langes Seil, eine Säge, Malerkrepp, Wechselkleidung, Spülschwämme, Gummihandschuhe und OP-Handschuhe. Sie erzählen, wie sie den Mörder überführten. Das war ohne Zweifel die langwierigste, komplizierteste und anstrengendste Ermittlung, an der ich je beteiligt war. Ende 2008 erhält Detective Inspector Steve Smith von der Mordkommission der Metropolitan Police einen Anruf, in dem es um den ungeklärten Mord an einer Frau namens Paula geht, der sich im Jahr 2001 ereignet hat. Am anderen Ende war ein niederländischer Beamter der noch recht jungen Cold Case Abteilung der Polizei Rotterdam. Er stellte mir verschiedene Fragen, in erster Linie zu Paulas Fall. Paulas sterbliche Überreste wurden im Regent's Canal in London gefunden, auf 6 Reisetaschen verteilt. Kopf, Hände und Füße fehlten. Sie wurden nie gefunden. Es war also schon eine Herausforderung, die Todesursache zu bestimmen. Die Ermittlungen begannen direkt am Tag des Leichenfundes. Etliche Ermittlungsansätze wurden umgehend priorisiert. Doch leider führten sie alle zu nichts. Der Mörder war offensichtlich sehr vorsichtig gewesen, was Ort und Zeit der Ablage anging. Da es keine Spuren oder Hinweise gibt, verlaufen die Ermittlungen im Sand. Bis Steve Smith 7 Jahre später den Anruf von dem niederländischen Kollegen erhält. Auch in Holland gibt es einen ungeklärten Mordfall. Doch hat die Polizei dort einen Hinweis erhalten, der vielleicht dazu beitragen könnte, den Mörder in beiden Fällen zu finden. Was er mir erzählte, war ein echter Schock für mich. Die holländische Polizei hatte das Opfer identifizieren können. Es handelte sich um die Amerikanerin Melissa Halstead. Sie war Anfang 1990 in Amsterdam verschwunden und niemand wusste, was aus ihr geworden war. Auch Melissas Leiche war verstümmelt, in eine Reisetasche gestopft und in einem Kanal entsorgt worden. Da die Leiche allerdings in Rotterdam aufgetaucht war, konnte sie nie identifiziert werden. Bis jetzt. Der Kollege hatte äußerst akribisch nachgeforscht und es war ihm geglückt, an eine postmortem gewonnene Blutprobe zu kommen. Er ließ davon ein DNA-Profil erstellen, was zuvor nie erfolgt war. Dieses Profil wurde ordnungsgemäß angefertigt und ergab einen Treffer bei der Familie von Melissa Halstead. Die Umstände ihres Todes ähneln auf unheimliche Art dem ungeklärten Mord an Paula. Der Niederländer wird das Gefühl nicht los, dass es zwischen beiden Fällen eine Verbindung gibt.
Meine Gedanken rasten. Vielleicht war das der viel zitierte Aha-Moment im Laufe der Ermittlungen. Es gab da eine zerstückelte Leiche, die gut zwei Jahrzehnte lang in einem Kanal in Rotterdam gelegen hatte. Und 2001 gab es unsere Tote aus dem Regent's Canal. Die niederländischen Kollegen sind bei ihren Ermittlungen zu Melissas Vergangenheit auf eine weitere Verbindung zu Paula gestoßen. Der Mann, mit dem Melissa eine Beziehung hatte, war Brite und hieß John Sweeney. Es gab also zwei Frauen. Die eine in den Niederlanden, die andere in London. Beide kannten denselben Mann. Melissa Helstedt wurde ermordet, verstümmelt und in einem Seesack im Wester-Single-Kanal in Rotterdam entsorgt. Gut 20 Jahre später. Paula, die ebenfalls eine Beziehung mit John Sweeney hatte, endet in 10 Stücke gehackt in mehreren Reisetaschen im Regent's Canal. Entscheidend dabei ist der eine gemeinsame Nenner bei diesen grauenhaften Todesfällen: John Sweeney. Horrendous and untimely deaths is John Sweeney. Aufgrund dieser neuen Informationen, die Sweeney in Verbindung mit dem Mord in Holland bringen, rollt Steve Smith den Londoner Fall wieder auf. Ich war optimistisch, dass wir mit den Ermittlungen zu dem Mord an Paula nun weiterkommen würden. Direkt nach dem Telefonat ging ich zu meinem Vorgesetzten, guten Freund und Kollegen Howard Groves. Wir wussten über den Fall in London. Das Gericht war der Ansicht gewesen, dass es nicht genügend Beweise gab und dass der Sache nicht weiter nachgegangen wurde. Und wir wussten, die Niederländer hatten denselben Kerl im Blick. Mein Instinkt sagte mir, der Mann hat recht. Wir müssen das verfolgen und werden es aufklären. Steve Smith ist froh, den Fall, den er schon 2004 zu Beginn seiner Zeit bei der Mordkommission auf dem Tisch hatte, erneut bearbeiten zu können. Angesichts der Unterlagen war klar, dass es sich bei dem Hauptverdächtigen um John Patrick Sweeney handelte. Ich habe die Zusammenfassung gelesen. Sweeney war wegen Mordverdachts festgenommen worden. Zweimal hatte man versucht, ihn wegen Paulas Tod vor Gericht zu bringen. Beide Male befand die Staatsanwaltschaft, dafür gäbe es zu wenig Beweise. Immer wieder taucht der Fall auf seinem Schreibtisch auf. Irgendwann später traf ein Brief an das Ermittlerteam ein. Ich habe ihn aufgemacht. Es waren sehr bewegende Zeilen von Paulas Schwester. Ich habe mich dann aus eigenem Antrieb mit einem Kollegen in Liverpool, mit Irene und den anderen Schwestern getroffen. Wir haben ihnen alles erklärt, auch dass der Fall offiziell im Archiv gelandet ist, dass sie aber nie die Hoffnung aufgeben sollten. Und dann trennten sich unsere Wege. Jetzt, Jahre später, sieht Smith die Chance, diese Hoffnung neu zu befeuern. Zwar kam Sweeney für den Mord an Paula nie vor Gericht, trotzdem befindet er sich hinter Gittern. Zu dieser Zeit war John Sweeney inhaftiert. Man hatte ihn im Jahr 2002 wegen versuchten Mordes an seiner damaligen Partnerin zu lebenslanger Haft verurteilt. Man hatte auch mehrere Schusswaffen bei ihm sichergestellt. Das Urteil lautete zwar lebenslänglich, doch er wäre 2011 für eine bedingte Haftentlassung in Frage gekommen. Uns war nur zu bewusst, dass Sweeney eine Bewährungsanhörung beantragen würde. Darum waren wir der Ansicht, dass wir einen Gang zulegen und dabei trotzdem so genau und professionell wie möglich ermitteln mussten. Wir hatten aber immer im Hinterkopf, es bestand die leise Möglichkeit, dass er, wenn wir nicht genügend Beweismaterial gegen ihn auftreiben würden, auf Bewährung freikommt.
Nun beginnen die niederländischen und britischen Teams, sämtliche Akten zu durchforsten, in denen John Sweeney erwähnt wurde. Dies ist das erste Mal, dass zwei europäische Behörden gemeinsam an einem Mordfall arbeiten. Das birgt etliche Herausforderungen. Wir mussten uns das ganze Material über den Fall Melissa Halstead aus Südholland kommen und erstmal übersetzen lassen. Einige Zeugen mussten wir erneut befragen. Manche hatten natürlich im Laufe der Jahre bestimmte Einzelheiten vergessen. Andere konnten sich nicht mehr an ihre ursprünglichen Aussagen erinnern. Das war nicht problemlos. Die britischen Ermittler stellen fest, dass die Spur sogar noch weiter zurückreicht. John Sweeney hatte das damalige US-Model Melissa Halstead bereits 1986 kennengelernt. Ihre Familie lebte in den USA, doch sie lebte in London und reiste viel umher. Sie hat Sweeney bei einem Modeshooting in London kennengelernt. Er war als Zimmermann mit dem Bau des Sets beschäftigt. Sie gingen eine Beziehung ein, die mit der Zeit enger wurde. Sie wurden ein Paar und zogen zusammen. Doch dann schlug das Verhältnis um und Sweeney wurde gewalttätig. Es ist schwer vorstellbar, dass die beiden ein Paar wurden. Sie war eine klassische, amazonenhafte Schönheit, Model und Fotografin, bereiste die Welt und war mit einem Mann zusammen, der so gar nicht zu ihr zu passen schien. Ich habe in Melissas Briefen an ihre Familie in den USA gelesen, dass sie Angst vor Sweeney hatte. Besonders unheimlich war ein Absatz, in dem sie einem Verwandten schrieb: Sollte mir je etwas zustoßen, dann war er es. Je genauer die Ermittler sich Sweeneys Vergangenheit ansehen, umso verstörender wird, was sie finden. Als Melissas Visum ablief, reisten die beiden nach Wien, wo er sie mit einem Hammer malträtierte. Sie kam mit einem Schädelbruch ins Krankenhaus. Sweeney wurde in Wien festgenommen, angeklagt und wegen Körperverletzung verurteilt. Sie war schwer verletzt. Trotzdem konnte er sie dazu bringen, vor Gericht darum zu bitten, keine Freiheitsstrafe über ihn zu verhängen. Und genau das ist geschehen. Wenn ein gewalttätiger Partner den anderen schon am ersten Tag einer Beziehung misshandeln würde, dann würde der ihn wohl sofort verlassen. Darum läuft das anders. Der Täter sorgt dafür, dass sein Opfer sich in ihn verliebt und nimmt ihm dann ganz allmählich jedes Selbstvertrauen. Wenn es dann zu ersten Tätlichkeiten kommt, hat das Opfer gar nicht mehr die Kraft zu gehen. Das Opfer verzeiht dem Täter und glaubt, dass der andere sich ändern wird. Sweeney wurde auf Melissas Drängen aus der Haft entlassen und die beiden landeten gemeinsam im Zentrum von Amsterdam. 14 Monate später, im Mai 1990, wurde die unbekannte Leiche in einem Kanal in Rotterdam entdeckt. Das Opfer war eine Frau. Der Leiche fehlten Kopf und Hände. Sie steckte in einer Art Seesack. Arme und Beine waren gefesselt. Achtzehn Jahre später versuchen die niederländischen und britischen Behörden gemeinsam, eine Verbindung zwischen dem Mord an Paula im Jahr 2001 und der inzwischen identifizierten Leiche von Melissa Halstead zu finden. Wir mussten uns durch eine Unmenge Material arbeiten. Vieles aus der ursprünglichen Ermittlung musste neu erfasst und bewertet werden. Letzten Endes hatten wir alle dasselbe Ziel. Wir wollten, dass dieser Mann für diese grauenhaften Morde verurteilt wird. Bei Durchsicht der Originalakten von 1990 fällt den Ermittlern auf, als die Leiche in dem Kanal in Rotterdam gefunden wurde, wusste niemand, dass das Model Melissa Halstead verschwunden war. Ohne die Hände gibt es keine Fingerabdrücke. Ohne Kopf gibt es kein Gesicht. Die Polizei wusste also gar nicht, wie das Opfer ausgesehen hatte. Die niederländischen Ermittler wussten, jemand hatte mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass er oder sie mit den sterblichen Überresten verknüpft werden konnte.
In etwa 5 bis 6% aller Mordfälle kommt es vor, dass Körperteile entfernt werden. Das ist also recht ungewöhnlich. Es ist bezeichnend, wie er versucht hat, seine Verbrechen zu vertuschen. Aber auch, wie weit er damit gegangen ist. Er hat seine Opfer getötet und hinterher wie ein Stück Fleisch behandelt. Ohne weitere Hinweise wanderte der Fall in Rotterdam ins Archiv. 2 Jahre später taucht dann aber eine weitere Leiche in Amsterdam auf. Da ermittelte die Amsterdamer Polizei. Auch sie konnte die Leiche nicht identifizieren. Die niederländischen Behörden hatten es nun mit 2 zerstückelten Leichen zu tun. Melissa hatte 1990 mit Sweeney in Amsterdam gelebt. 1992 wusste ihre Familie noch immer nicht, dass sie verschwunden war. Wenn jemand vermisst wird, dann holt sich die Polizei DNA-Proben von anderen Familienmitgliedern. Die niederländischen Kollegen hatten aber niemanden, mit dem sie die DNA der Leiche hätten vergleichen können. Als britische und niederländische Ermittler den Fall 2008 neu aufrollen, wird klar, Melissas Ex-Freund John Sweeney ist 1990 wieder zurück nach London gezogen. Er hatte eine neue Freundin, die er misshandelte. Darum meldete sie sich bei der Polizei. Sie fühlte sich in ihrer eigenen Wohnung gefangen und konnte nicht mal ihren Arbeitskollegen erzählen, was los war. Sie hatte Todesangst vor Sweeney. 1994 hatte sie genug und sagte Sweeney, dass sie die Beziehung beenden will. Er hat sie dann fast eine Woche lang in ihrer eigenen Wohnung eingesperrt. Er fesselte sie ans Bett, vergewaltigte sie, fuchtelte mit einem Messer herum und spielte mit einer Schusswaffe russisch Roulette mit ihr. Tagelang hat er ihr gesagt, du gehst nirgendwo hin und du wirst auch niemanden anrufen. Sie hatte der Polizei bereits gesagt, dass er mit der Zeit immer kontrollsüchtiger geworden war. In solchen Fällen wollen sie dem Partner wehtun. Sie sehen die Partnerin als ihr Eigentum an. Es geht immer nur um Kontrolle und um Gewalt. Er wollte seine Freundin behalten. Er wollte sie kontrollieren. Trotz der Qualen, denen er seine Freundin aussetzte, führte er sein Leben ganz normal weiter. Er fragte sie beiläufig, ob sie nicht mit ihm in den Pub gehen wolle. Sie dachte sich, das ist meine einzige Chance, also werde ich mit ihm mitgehen. Es gelang ihr, den Barkeeper auf sich aufmerksam zu machen. Sie sagte, ich will nicht, dass dieser Mann da bei mir ist. Da ist Sweeney gegangen. Ein paar Tage später wollte sie eine Freundin besuchen. Als sie die Tür öffnete, stand Sweeney im Flur, drängte sie zurück und versuchte sie zu ersticken, indem er ihr einen Finger in den Hals rammte. Er hatte ihr auch eine Waffe an den Kopf gehalten, was sie als Scheinexekution beschrieb. Sie hatte wirklich Angst um ihr Leben. Sie schrie um Hilfe und eine Freundin, die in der Nähe war, um sie zu besuchen, rief die Polizei. Sie konnte der Polizei sagen, was er getan hatte. Sweeney wurde noch vor Ort festgenommen und aufs Revier gebracht. Ihm wurden diverse Vergehen vorgeworfen, darunter Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Bei seiner Verhaftung durchsuchte die Polizei eine Kiste, die er immer mit sich herumfuhr. Darin waren folgende Dinge. Eine Bodenplane. Da fragt man sich doch, wozu hat jemand eine Bodenplane dabei? Die braucht man normalerweise für Sachen, die man entsorgen möchte. Des Weiteren hatte er einen wasserdichten Mantel und eine Kappe in der Kiste. Ein langes Seil, eine Säge, Malerkrepp. Wechselkleidung, Küchenschwämme, Haushaltshandschuhe und OP-Handschuhe. Da denkt man sich, hätte sie sich nicht verabredet, wäre sie jetzt vermutlich längst tot. Als er die alten Zeugenaussagen liest, erfährt Steve Smith, kaum war Sweeney hinter Gittern, erzählte seine Freundin der Polizei, wie er vor ihr damit geprahlt hatte, seine amerikanische Freundin in Holland umgebracht zu haben.
Als er einmal arbeiten war, hat sie die Sachen durchstöbert, die er in ihrer Wohnung hatte, und ein Foto von einer attraktiven Frau gefunden. Als er nach Hause kam, hat sie ihn gefragt, wer die Frau ist. Und da meinte er, seine amerikanische Freundin Melissa. Er erzählte ihr bei dieser Gelegenheit auch, dass er eines Tages heimkam und Melissa mit zwei Deutschen im Bett überrascht hat. Dann sagte er, er habe alle drei erschossen, zerhackt und in den Kanal in Amsterdam geworfen. Steve Smith findet auch heraus, dass Melissas Familie sie 1992 als vermisst meldet, da sie seit 3 Jahren nichts mehr von sich hatte hören lassen. Damals schickte die Polizei ein Fernschreiben nach Amsterdam, wo Melissa zuletzt gesehen worden war. Da wusste ich, wir mussten unsere Akten nochmal ansehen. Gab es etwas, das dazu passte? Und klar, der Leichenfund von 92, das konnte Melissa sein. Um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um Melissa handelte, brauchten die Ermittler DNA-Proben von Blutsverwandten. Beim Versuch, jemanden über seine DNA zu identifizieren, hat man manchmal keine Ahnung, um wen es sich handelt. Die eine Hälfte der DNA stammt von der Mutter, die andere vom Vater. Wenn man also ein leibliches Elternteil oder ein Geschwister findet, kann man die Identität mit hoher Wahrscheinlichkeit klären. Die niederländischen Beamten baten das FBI darum, DNA-Proben von Angehörigen der Halstead-Familie zu besorgen und die Profile in der Vermissten-Datenbank hochzuladen. Nun konnten die Ermittler diese DNA mit der von der Toten aus dem Amsterdamer Kanal vergleichen. Zu ihrer Überraschung handelte es sich bei der Leiche nicht um die von Melissa. Die Entdeckung der Leiche im Jahr 1992 war sehr wichtig, denn nur deswegen hat das FBI die DNA der Familie besorgt. Es war zwar nicht Melissa, aber wir hatten die DNA und das war entscheidend. Leider ist bis heute unklar, von wem die sterblichen Überreste stammen, die 1992 in dem Kanal in Amsterdam gefunden wurden. Zwei Jahre nach der Entdeckung dieser Leiche kam John Sweeney, der wegen Körperverletzungen an seiner damaligen Freundin verhaftet wurde, wieder auf freien Fuß. Sein Rechtsbeistand hatte erfolgreich verhandelt. Er meinte, wenn Sweeney langfristig strenge Auflagen bekäme, könne man ihn auf Bewährung entlassen. Und dass er bei seiner Familie in Skelmersdale bei Liverpool unterkommen würde. Leider hat sich Sweeney aber nicht an seine Auflagen gehalten. Er kehrte heimlich zur Londoner Wohnung seiner Freundin zurück und lauerte ihr auf. Die britischen und niederländischen Ermittler, die 2008 alte Fälle nach Hinweisen auf den des Mordes verdächtigten John Sweeney durchkämmen, erkennen ein Muster. Er hat niemals die Verantwortung für irgendetwas übernommen. Immer war es die Schuld dieser Frauen, wenn er gewalttätig wurde. Dabei war er ein wirklich sadistischer, brutaler Verbrecher, der immer anderen die Schuld in die Schuhe schob. Sweeney, der wegen Körperverletzung an seiner Freundin hinter Gittern war, überfällt sie 1994 erneut vor ihrem Haus, als er auf Bewährung ist. Sie konnte ihr Fahrrad zur Abwehr zwischen sich und ihn werfen. Sie hörte, wie er mit einer Axt immer wieder auf den Rahmen einschlug und dachte bei jedem Hieb, mit dem nächsten bringt er mich um. Sie hat entsetzliche Verletzungen erlitten. Gebrochene Arme, durchtrennte Bänder, eine Stichwunde in der Brust. Er hat ihr eine Fingerkuppe abgehackt. Sie hat wohl schon mit dem Tod gerechnet. Zum Glück hörte ein Nachbar ihre Hilfeschreie, kam raus und zog Sweeney eins mit dem Baseballschläger über. Da hörte Sweeney auf und rannte weg. Anschließend war Sweeney 6 Jahre lang auf der Flucht. Er wusste, dass er wegen dieses Überfalls gesucht wurde.
Er wohnte unter falschen Namen in diversen Herbergen. Er lebte ein Nomadenleben und reiste als Zimmermann durch verschiedene europäische Länder. So blieb seine gewalttätige Vergangenheit unentdeckt. Er schrieb den Ermittlern, die hinter ihm her waren, sogar, es sei ein Accident gewesen. Ein Wortspiel aus den englischen Wörtern für Axt und Unfall. 1995 kehrte er nach England zurück und zog in ein Wohnheim im Norden Londons. Er war nicht dumm. Er kannte das System und wusste, wie es funktionierte. Er war mit drei Pseudonymen unterwegs. Joe Johnson, Michael Fawcett und Joe Carroll. Unter diesen Namen hat er sich jeweils auf den Baustellen beworben. Ein paar Jahre später hat er dann Paula kennengelernt, die gerade erst in die Stadt gezogen war. Die Berichte über die Ermittlungen zum Mord an ihr zeigen, wie diese Beziehung verlaufen ist. Sie waren einander auf Anhieb verbunden, denn Paula stammte aus Liverpool, genau wie John Sweeney. Zu Beginn fand sie alles hinreißend. Doch kaum nahm ihre Beziehung ihren Lauf, änderte er sein Verhalten. Er hatte immer schon eine Neigung zur Gewalt gegen Frauen. Er suchte sich Frauen, die verletzlich waren. Er vermittelte den Eindruck, die Kontrolle zu haben. Das mag anziehend gewirkt haben. Oder er erregte anders Aufmerksamkeit. Ich wüsste nicht, wie er sonst an diese Frauen gekommen sein könnte. Paulas Lebenswandel könnte man am besten mit dem Wort chaotisch beschreiben. Sie hatte irgendwann angefangen, Drogen zu nehmen und konnte mit dieser Gewohnheit nur sehr schwer brechen. Um sich und ihre Sucht zu finanzieren, hat sie sich bisweilen auch prostituiert. Ein Riesenproblem für John Sweeney, der immer noch auf der Flucht vor der Polizei war. Solange diese Frau möglicherweise die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog, bestand die Gefahr, dass die Polizei auch irgendwann gegen ihn ermitteln würde. Mitte Dezember 2000 hat eine von Paulas Schwestern sie auf der Straße getroffen. Und das war das letzte Mal, dass diese Schwester Paula lebend gesehen hat. As far as the sister was concerned, she ever saw Paula alive. Sie war völlig außer sich. Die Polizei veröffentlichte ein wirklich auffälliges Bild von Paula. Die Schwester wollte Paula unbedingt finden. Sie wollte wissen, was ihr zugestoßen war. Während sie von Paula erzählte, hat sie geweint. Am 19. Februar 2001 wurde dann im Regent's Canal eine verstümmelte Leiche in einer Reisetasche gefunden. Es war ein früher Erfolg der Ermittlungen, als die Polizei diese Leiche identifizieren konnte. Sie hatte von einer DNA-Probe der Toten ein Profil erstellen lassen und mit den Einträgen der Datenbank verglichen. Sehr schnell war klar, dass es sich bei der Toten um Paula aus Liverpool handelte. Die Polizei bat damals um Hinweise, wo Paula zuletzt gesehen wurde. Daraufhin meldete sich ein Nachbar und sagte aus, dass Paula regelmäßig einen Mann namens Tony Sweeney besucht hatte und einen Joe, der im Erdgeschoss wohnte. Tony Sweeney erwähnte diesen Joe Carroll, der angeblich plötzlich aufgetaucht und eingezogen war. Er wüsste nichts weiter über ihn. Allerdings fand die Polizei schon bald heraus, dass Tony Sweeney einen Bruder hatte, der John Sweeney hieß. Die damaligen Ermittler gaben Sweeneys Namen ins System ein und stellten fest, dass er immer noch wegen versuchten Mordes gesucht wurde. Sofort hefteten sie sich an seine Fersen. Der Polizei stehen bestimmte Mittel zur Verfügung. Zum Beispiel die Überwachung der Telefondaten. Sie fuhren alles auf, was sie nur auffahren konnten. Sie fanden heraus, dass er auf einer Baustelle arbeitete und stellten ihm eine Falle. Sie wussten, dass er zu einem Telefonladen wollte, um ein Handy reparieren zu lassen, und platzierten Polizisten um das Geschäft herum.
Als er den Laden verließ, erkannten ihn die Officer als den Mann von den Fotos, die sie von ihm hatten, und nahmen ihn fest. Er hat sich gewehrt. John Sweeney war ein großer, kräftiger Kerl, der die Polizei nicht leiden konnte und nicht lautlos abtreten wollte. Er wurde zu Boden gerungen und in Handschellen gelegt. Sweeney wurde für den versuchten Mord an seiner Freundin im Jahr 2001 unter Anklage gestellt und zu dem Mord an Paula befragt. In seinem Werkzeugkasten auf einer nahegelegenen Baustelle fand die Polizei eine geladene Luger. In seiner Wohnung fand sie dann noch Gewehre, passende Munition sowie makabre Kunstgegenstände, Schnitzereien und Bilder. Artwork and carvings and drawings. Auf vielen dieser Bilder und Zeichnungen waren Polizisten zu sehen, die getötet oder verstümmelt oder auf kranke, sadistische Art gehängt wurden. Ich denke, Sweeney wollte eine Schießerei mit der Polizei provozieren, wenn sie versucht hätte, ihn zu Hause festzunehmen. Er hätte sich wohl mit Waffengewalt widersetzt. Sweeney hatte auch Gedichte geschrieben. Eines lautete: Auf der falschen Seite des Gesetzes, auf des Lebens wilder Seite und mit nichts mehr zu verlieren. Keine Flucht mehr vor dem Gestern, suche überall nach Polizei. Jeder Tag könnte mein letzter sein. Die Ermittler hatten damals allen Grund zu der Annahme, den richtigen Kerl geschnappt zu haben. Doch sie hatten nicht genügend konkrete Beweise, Sweeney mit dem Mord an Paula in Verbindung zu bringen. Im März 2002 wurde John Sweeney wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Waffenbesitzes und versuchten Mordes an seiner früheren Freundin zu 4-mal lebenslänglich verurteilt. Einen Antrag auf vorzeitige Entlassung sollte er frühestens nach 9 Jahren stellen dürfen. 2008 und damit 6 Jahre später rollt Steve Smith den Mord an Paula wieder auf. Und ihm wird klar, dass Sweeney vielleicht schon in 3 Jahren wieder auf freien Fuß kommt. Je mehr ich über John Sweeney las, desto mehr verfestigte sich in mir der Eindruck, dass er in gewisser Hinsicht ein sehr komplizierter Charakter war. Er war ein Mann, der die Kontrolle liebte. Seine Taten waren der beste Beweis dafür. Gleichzeitig konnte er überhaupt nicht mit Zurückweisung umgehen. Und er war jemand, der, wenn er mit bestimmten Situationen nicht klarkam, nachweislich in mörderische Wut geriet. Steve Smith und sein Team arbeiten mit der niederländischen Polizei zusammen und übernehmen die Leitung der Ermittlungen zum Mordfall Melissa Halstead in Rotterdam. Wir hatten das gesamte Material der Ermittlungen im Fall Melissa Halstead. Und wir hatten sämtliche Unterlagen zum Fall Paula. Nun mussten wir das alles durchgehen und nach möglichen Hauptzeugen suchen, die wir erneut würden befragen müssen. Manche Zeugen mussten wir gewissermaßen mit sanfter Gewalt dazu bringen, mit uns zu sprechen. Die Ermittler müssen nicht nur Zeugen sowie Angehörige und Kollegen von Sweeney erneut befragen. Sie müssen auch gewisse Beweismittel wieder auftreiben. Darunter die verstörenden Kunstwerke von Sweeney. Am Ende der Ermittlungen zum Mord an Paula, als der Fall im Prinzip schon ad acta gelegt worden war, wurde ihm alles zurückgegeben, was nichts mit den Vorwürfen gegen ihn zu tun hatte. Die Polizei hatte keine Handhabe, die Sachen zu behalten. Ich wollte die Originalstücke wiederhaben, denn Originale sind immer besser als Fotos. Wir wollten unbedingt verhindern, dass er die Bilder noch verändern oder manipulieren konnte. Im März 2010 tragen die Ermittler in England und den Niederlanden immer noch Beweise zusammen. Sie wissen, dass Sweeney schon in wenigen Monaten aus der Haft entlassen werden könnte. Der Polizei läuft allmählich die Zeit davon. Wir hatten ständig den Gedanken im Hinterkopf, dass er vielleicht Bewährung bekommt und entlassen wird. Wir wären zwar immer noch in der Lage, die Ermittlungen fortzusetzen, doch das konnte schwierig werden, sollte er versuchen, Zeugen zu beeinflussen. Er hätte das Land verlassen oder auch noch jemanden umbringen können. Darum bittet die Polizei die Medien um Hilfe.
Wir hatten das Gefühl, dass es die letzte Möglichkeit wäre, doch noch eine Verurteilung von John Sweeney zu erwirken. Nicht nur für den damaligen Fall von 2001, sondern auch für den Mord an Melissa Halstead. Ich glaube, das gesamte Team hatte das Gefühl, dass wir entscheidende Fortschritte machten und überzeugende Beweise gegen unseren Hauptverdächtigen hatten. Wir wollten ihn unbedingt noch festnehmen, ehe er aus dem Gefängnis freigelassen wurde. Taktisch gesehen war das für uns logisch. 2010 kamen wir dann an den Punkt, an dem wir beschlossen, Sweeney festzunehmen. Alles war vorbereitet und John Sweeney wurde im Gefängnis in Garfield festgenommen. Er wirkte sehr ruhig, reagierte kaum. Die Vorwürfe lauteten Mord an Paula im Jahr 2001 und Mord an Melissa Halstead in den Niederlanden im Jahr 1990. Dem mutmaßlichen Mörder wird zudem Justizbehinderung vorgeworfen. Er wird festgenommen, noch ehe er einen Bewährungsantrag stellen kann. Vor dem Prozess besorgt sich Steve Smith noch einen Durchsuchungsbefehl für Sweeneys Elternhaus in Skelmersdale. Man zeigte uns den Speicher und mein Kollege entdeckte dort etliche Taschen. Darin befanden sich blutrünstige Bilder und Zeichnungen von einem Mann, der wohl ihn darstellen sollte. Er hatte eine blutbeschmierte Axt im Gürtel stecken. Daneben hing ein Skalp. Ein bestimmtes Bild, eine Collage, trug den Titel One Man Band. Man sah lauter verschiedene Stationen seines Lebens. Das Bild wurde im Labor unter einem bestimmten Licht untersucht. Dadurch wurde lesbar, was unter der Korrekturflüssigkeit stand. Das war gruselig, denn da stand: Ruhe in Frieden, Melissa Halstead, geboren am 7.11.56, gestorben, und da stand kein Datum. Bezeichnenderweise hatte er dieses Werk angefertigt, noch ehe die Polizei Melissas Leiche identifizieren konnte. Die Polizei findet auch noch weitere Poesie von Sweeney. Ein Gedicht hatte er markiert. Es war an Melissa gerichtet. Es handelte davon, wie er sie in London kennengelernt hatte und von seiner Flucht vor der Polizei. Von einem Katz-und-Maus-Spiel in Mailand, wo er sie gesucht hatte. Er bezeichnet Wien als blutüberströmt. Und wir wussten ja, dass er sie in Wien mit einem Hammer angegriffen hatte. Und am Ende schrieb er: Wenn ich sterbe, werden wir wieder zusammen sein. Er hatte das geschrieben, lange bevor Melissas sterbliche Überreste 2008 identifiziert wurden. John Sweeneys Werke sind ein Ausdruck seiner Persönlichkeit, seiner Fantasien und seiner Taten. Eines seiner Gedichte handelt von einem Skalpjäger. Und wir wissen, dass er seine Opfer enthauptet hat. Er zeigt in seinen Werken, was er getan hatte und was er zu tun beabsichtigte. Seine Werke waren voller Gewalt gegen Frauen. Das war seine Art, sich selbst und seine Vorlieben auszudrücken. John Sweeney bestreitet jeden Zusammenhang zwischen seinen Werken und der Realität. Es handle sich nur um dämliche Zeichnungen. Das war völlig unglaubwürdig. Seine Texte und Bilder stimmten bis ins kleinste Detail mit der Realität überein. Man kann genau erkennen, dies bezieht sich auf Paula und das auf Melissa. Nur der Mörder wusste, dass sie tot war. Für den Prozessbeginn wird der 3. März 2011 festgelegt. Zwar kann die Metropolitan Police keine konkreten Beweise vorlegen, doch macht sie geltend, dass Sweeneys Zeichnungen und Gedichte wie Geständnisse zu werten seien. Wir glaubten, die Geschworenen würden sich alles anhören und sich fragen, was der gemeinsame Nenner der Opfer ist. John Sweeney. Dann seine Werke. Waren das nicht Hinweise darauf, was er seinen Opfern angetan hatte? Ja.
Hatte er damit eine Chronik geschaffen? Ja. Darum waren wir überzeugt. Sollten die Geschworenen von dieser Welt sein, dann würden sie ihn schuldig sprechen. Sweeney wird aus dem Gefängnis zur Verhandlung gebracht. Er saß gebückt auf der Anklagebank. Seine letzten Haarsträhnen waren inzwischen weiß geworden. Er hatte die meiste Zeit vor Gericht irgendwelche Obszönitäten vor sich hingebrummelt. Ab und zu sprach der Staatsanwalt ihn an und da schrie er immer nur: Lügen, alles Lügen. Seine Einstellung war: Beweist es mir doch. Und die hatte er auch vor Gericht. Allerdings hat die Polizei die Aussage seiner ehemaligen Freundin, vor der er mit dem Mord an Melissa geprahlt hatte. Dieses Geständnis war entscheidend. Ohne diese Aussage hätten wir nie beweisen können, dass Sweeney den Mord an Melissa begangen hat. Sweeney lehnt vor Gericht jede Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen ihn ab. Wenn man die Möglichkeit erhält, seine Sicht der Dinge zu schildern und sie dann nicht ergreift, dann hat man diese Entscheidung selbst getroffen. Allerdings denkt sich ein Geschworener vielleicht: Ich an Ihrer Stelle, wenn ich es nicht gewesen wäre, dann würde ich doch versuchen, das zu beweisen. Einige Fragen hat er beantwortet, da ging es aber immer wieder um seine Kunstwerke. Sweeney behauptete vor Gericht, dass seine Bilder lediglich Produkte seiner verkorksten LSD-Fantasien wären. Diese grotesken Bilder von kopflosen Leichen und von Polizisten, die an Weihnachtsbäumen aufgeknüpft waren. Dabei waren die Hinweise auf diesen Bildern so glasklar. Seine eigenen Bilder waren die aussagekräftigsten Beweise gegen ihn. Als die Beweise gegen ihn vorgetragen wurden, hatte er Ohrstöpsel drin. Das war eine Demonstration narzisstischen und geradezu psychopathischen Verhaltens. Er würde niemals für irgendetwas gerade stehen. Ich war in meinen mehr als 30 Dienstjahren schon oft bei Gericht. Aber so ein Verhalten hatte ich noch nie gesehen. Selbst die Geschworenen schüttelten immer wieder die Köpfe. Das Verfahren dauert 4 Wochen. Nach 10-stündiger Beratung kommen die Geschworenen zu ihrem Urteil. Allerdings will Sweeney sich das nicht anhören. Er lehnt es ab, seine Zelle zu verlassen. Er weigerte sich, vor Gericht zu erscheinen. Er hatte einfach nicht die Eier dazu, bitte entschuldigen Sie den Ausdruck, für seine Taten gerade zu stehen. Das zeigt, wes Geistes Kind er war. John Sweeney wurde für den Mord an Paula und wegen Justizbehinderung durch die Verstümmelung der Leiche verurteilt. Dafür erhielt er 10 Jahre. Er wurde auch für den Mord an Melissa Halstead verurteilt. Aufgrund der besonderen Schwere der Tat und seiner Vorstrafe wegen versuchten Mordes hat der Richter lebenslänglich ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verhängt. Sweeney wird hinter Gittern sterben. Die Angehörigen und auch die Geschworenen konnten nicht sehen, wie er diese Pille schluckt. Aber immerhin können sie Trost in dem Gedanken finden, dass er wirklich nie wieder rauskommt. Für andere Frauen ist er keine Gefahr mehr. Der Richter hat über Sweeney gesagt, dass er es liebte, Kontrolle über seine Opfer auszuüben. Was darin gipfelte, dass er über Leben und Tod entschied. Was jemand daran findet, kann man sich allenfalls nur vorstellen. Im Rückblick bin ich froh, dass ich ein so professionelles Team hatte. Ich war immer überzeugt, dass meine Leute das Richtige tun. Ich hatte nie Zweifel, dass er verurteilt wird. Ich war nur nicht sicher, wie schnell wir das schaffen.
Nach all den Jahren wieder hier zu sein, wo Paulas sterbliche Überreste entdeckt wurden, berührt mich sehr. Aber es ist für mich auch eine Art Abschluss. Mir ist klar, mit welcher Würde die Familien der Opfer die langen Jahre seit dem Tod ihrer Lieben gemeistert haben. Auch das darf man nie vergessen. Aber ich bin auch stolz auf unsere Arbeit. Ich finde, wir waren gut.